Ich denke, wenn man ein schönes Leben hatte, sollte auch der Tod schön sein. Mir ist wichtig, dass ich darüber entscheiden kann. Ich werde traurig sein, weil ich sie nicht mehr umarmen und mit ihr lachen kann. Was ist gut an Sterben? Ja, dass wir es alle irgendwie müssen, dass uns das alle auch verbindet. Und dann fällt mir immer so auf, auch wer aller kommt, dass ich mir denke, wie viele Freunde ich eigentlich habe. War mir sonst nie so aufgefallen wie jetzt. Es ist schön, sich vorzustellen, dass man in einer Art anderen Dimension weiterlebt. Anders natürlich, aber du existierst weiter. Ich habe so viel erlebt, habe Musikdokus gemacht, war Tänzerin. Ich hatte ein erfülltes Leben. Das hört sich vielleicht komisch an, aber meine Wunschliste ist leer. Ich bin keine 30 und habe keine Eltern mehr. Also, wenn ich 30 werde, sind die nicht da. Wenn wir heiraten, sind die nicht da. Entschuldigung. Also, er saß dann da und weinte auch nur noch, weil er selber ja einfach nicht mehr weiter wusste. Ich möchte jetzt nach Mama. Das ist hier kein Zustand mehr. Das ist eine Zumutung. Das hat er ganz klar wiederholt so gesagt. Deshalb war halt das Einzige, was man uns anbieten konnte, wie damals bei Mama auch, ein Morphiumtropf. Und ja, denjenigen quasi verhungern und verdursten zu lassen. Und das ist kein menschenwürdiges Ende aus unserer Sicht. Das sind die Tabletten. Ich musste daraus Pulver machen. Und nein, es fühlt sich nicht komisch an, eher beruhigend, weil ich es geplant habe. Man hat seine Dinge geregelt und lässt niemand anderen das Chaos seines eigenen Todes aufräumen. An dem Tag nehme ich das Medikament, lege mich ins Bett und schlafe ein. Und dann passiert es. Aber viel mehr kann ich euch nicht sagen. Ich habe es ja noch nie gemacht. Was wäre falsch daran, wenn Sterbehilfe professionell möglich wäre und sich das zu einem normalen Lebensende auch etabliert?